Wir freuen uns heute sehr, dass wir über das Thema reden dürfen. Wie kann man Blockaden im Handeln und Denken überwinden? Weil wir glauben, wenn wir uns Gemeinwohlziele setzen und Nachhaltigkeitsziele setzen, gibt es oft Blockaden, die wir im Denken erstmal haben und dann auch im Handeln haben, die uns daran blockieren, gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Und wir werden heute ein bisschen weiter ausholen, was der psychologische und soziologische Hintergrund davon ist. Wir werden eher tiefer reingehen, wie man das Problem so betrachten kann und dann im zweiten Schritt auch vorstellen, wie man dann damit umgehen kann. Wie Alessandra schon gesagt hat, wir haben ganz groß geschrieben, Gemeinwohlziele zu erreichen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und wie Alessandra schon gesagt hat, es ist aber eine komplexe, kontroverse Aufgabe. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nicht den einen Weg, wo wir sagen können, wenn wir das machen, dann erreichen wir die Ziele auf jeden Fall. Weil das Ziel komplex ist. Wir wollen ja ein gutes Leben für eine Gemeinschaft schaffen und auf dem Weg wirtschaftlich so handeln, dass es dazu beiträgt. Es klingt so schon sehr abstrakt. Dadurch gibt es nicht die eine Perspektive, die darauf richtig ist, sondern es geht darum, in diesem dynamischen Miteinander, was mich sehr interessiert, darauf hinzuarbeiten. Wie können wir uns einigen, welche Schritte wir als nächstes machen? Und wie können wir überhaupt uns vorstellen, wie eine Zukunft aussieht, die anders ist als jetzt? Bevor ich anfange, sehr viel von uns zu erzählen und von dem, was wir denken, was hilfreich wäre, möchte ich euch eine Frage stellen. Die müsst ihr nicht beantworten, sondern wir machen das sehr gerne. Wenn wir einen Vortrag halten, ist die Frage, warum interessiert euch überhaupt das Thema? Dazu haben wir eine Frage mitgebracht. Und zwar die Frage, wo spürst du, also wo spüre ich eine Blockade? Wo hätte ich gerne mehr Leichtigkeit im Handeln? Gerne könnt ihr da kurz drüber nachdenken. Wie gesagt, werden wir heute da tiefer reingehen. Was sind eigentlich diese Blockaden im Denken und Handeln, die es so schwer machen, Gemeinwohlziele zu definieren, zu erreichen und gemeinschaftlich umzusetzen? Wir glauben daran, dass diese komplexen Ziele, die wir haben, nur erreicht werden können, wenn wir alles Gemeinschaft das hinkriegen, einen Dialog zu starten und eine Auseinandersetzung, bei dem wir anders diskutieren und anders miteinander umgehen als bis jetzt. Und diese Diskussion und diese Dialoge müssen all die Perspektiven, die wir mit in die Diskussion reinbringen, dafür Raum schaffen. Und wir bringen in diese Diskussion nicht nur unsere kognitiven Perspektiven und die objektiven Meinungen, die wir haben, sondern wir bringen auch sehr viele Emotionen und sehr viele Vorstellungen davon, wie wir das Soziale herstellen möchten mit. Wir sagen, für diese Art der Diskussion, des Dialogs und der Auseinandersetzung müssen wir einen Muskel trainieren, den wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir haben es so aus der Soziologie und Psychologie abgeleitet und nennen es den sozial-emotionalen Muskel. Und den brauchen wir, damit wir besser wahrnehmen können, was ist eigentlich mein Interesse an dem Thema, was für Emotionen löst es bei mir aus und warum interessiert mich das, und im Raum auch hinter den Argumenten zu kommen. Was ist das Interesse des anderen? Warum ist das Argument so formuliert, wie es ist? Und warum sind diese Perspektiven vielleicht bis jetzt so gegenteilig? Wir glauben, wenn wir diesen sozial-emotionalen Muskel mehr trainieren und aufeinander besser eingehen können, die Diskussionen sich nicht so verhärten, können wir mit diesen komplexen Themen auch leichter umgehen. Weil bis jetzt sind Themen wie Gemeinwohl oder ökologische Nachhaltigkeit sehr schwere Themen in der Diskussion. Und innerhalb von Unternehmen ist es auch behaftet mit schweren Vorstellungen, dass man das vielleicht gar nicht erreichen kann, dass es eine Arbeit nebenbei ist oder dass es sehr viel dafür
getan werden müsste, aber man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Von dieser individuellen Vorstellung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und bringt es überhaupt was, wenn ich was mache, wenn andere es nicht machen, müssen wir in die Richtung kommen, was können wir eigentlich gemeinschaftlich machen? Weil diese gemeinschaftliche Vorstellung erleichtert auch das Individuum und bringt ihn in so eine Situation rein, ich bin nicht allein und ich muss nicht die Lösung finden und ich muss nicht das Richtige wissen, sondern man kommt in der Gemeinschaft mehr damit klar, weniger zu wissen, weil man ist ja nicht allein, und mehr sich darauf zu verlassen, was die Intelligenz der Gruppe ist. Das Problem ist, dass wir Diskussionen bis jetzt aber nicht so führen und dass das Thema um Nachhaltigkeit und Gemeinwohl eher aus einer angstgetriebenen Diskussion geleitet wird. Was passiert bis jetzt, wenn wir jetzt einen Teil der GWÖ nehmen als Beispiel, die ökologische Nachhaltigkeit? Wie passieren Diskussionen bis jetzt darum herum? Viele Handlungen, viele Ideen werden entwickelt aus dem schlechten Gewissen und aus der Idee, dass wir verzichten müssen und dass wir nicht proaktiv agieren, sondern eher Sachen weglassen und dadurch denken, dass wir der Lösung näher kommen. Und so, wenn wir die Diskussion so angucken, löst es bei den Menschen eher negative Reaktionen aus, wenn wir in die Psychologie, Neurobiologie des Menschen reingucken. Weil die ganze Diskussion ist schon so negativ geprägt, ich soll was verzichten, ich handle aus dem schlechten Gewissen. Und wenn ich alles nicht perfekt mache, bin ich auch sehr schnell angreifbar, weil die Argumentation schon so ist, ja, du sagst, du bist Vegetarierin, aber dein Unternehmen hält die Lieferkette nicht ein. Man kann es ja gar nicht so alles perfekt machen als Individuum, aber wenn diese Schuld zu sehr im Fokus der Diskussion ist, löst es eher diesen Abwehr und diese Abwertung gegenseitig aus. Die ganze Diskussion um diese negativen Vorstellungen ist ja auch direkt verbunden mit dem Maßstab CO2-Fußabdruck. Und wenn man die Geschichte von diesem Begriff und von diesem Maßstab sich anguckt, ist das sehr spannend, weil es kommt aus der PR-Arbeit der Ölindustrie, dass Shell damals eine Studie gestartet hat, um einfach die Diskussion mitzuprägen, mitzugestalten, proaktiv. Was heißt das eigentlich, wenn man nachhaltig agieren möchte? Und dann wurde dieser Begriff Fußabdruck erfunden und auch etabliert als Maßstab, um zu überprüfen, bin ich nachhaltig oder nicht. Als Maßstab finden wir es aber sehr einseitig. Und wie gesagt, löst es eher negative Assoziationen aus, dass man gar nicht in so einen gestalterischen, in einem proaktiven Zukunftsgestalten reinkommt, sondern eher aus dem Scham und aus dem gegenseitig Abwerten agiert, was nicht produktiv ist. Wir Menschen können viel besser eigentlich die Zukunft gestalten. Wenn wir im Vergleich dazu gucken, was gibt es sonst für Maßstäbe? Es gibt einen sehr coolen Klimaaktivisten und Forscher, Gabriel Baunach, deutscher Forscher und der sich damit auseinandergesetzt hat. Von dem habe ich auch überhaupt diese Informationen erfahren, wie diese Begrifflichkeiten sich etabliert haben. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Hoch die Hände Klimawende, wie wir mit dem Handabdruck mehr erreichen können als mit dem Fußabdruck. Ich zeige mal das Buch ganz kurz. Und in diesem Buch und in seiner Auseinandersetzung mit dem Thema beschäftigt er sich damit, wie können wir eigentlich die Sachen nutzen, auf die wir sehr großen Einfluss haben. Wir arbeiten 8 Stunden am Tag. Wie können wir diese Stunden nutzen, um unseren Hebel zu nutzen, dass wir die Wirkung erreichen, die wir haben möchten in der ökologischen Nachhaltigkeit? Das ist jetzt die eine Seite von GWÖ. Und dieser positive Blick darauf, wie wollen wir eigentlich eine gute Zukunft? Und was müssen wir dazu machen, löst bei den Menschen eher eine Attraktion und Sog aus, wo dann das Handeln und das Vorantreiben viel einfacher wird. Und wenn wir jetzt weitergucken, was gibt es sonst für Maßstäbe, die eher abbilden könnten, mit denen wir reflektieren können? Wie handeln wir wirtschaftlich? Wie handeln wir als Individuum bis jetzt? Kennen wir alle die GWÖ-Matrix?
Und wenn wir die GWÖ-Matrix vergleichen mit dem Fußabdruck, was wir davon wissen, erkennen wir ja, die Matrix ist viel komplexer und man kann daraus gar nicht ableiten, böse oder gut, sondern wenn, viele haben bestimmt hier bilanziert, wenn ihr euch mit den Fragen auseinandersetzt, ist es immer eine komplexe Antwort. Es ist immer eine Auseinandersetzung damit, was haben wir bis jetzt gemacht, wie hat es eine Auswirkung gehabt, wie können wir anders handeln, und es sind sehr kleinteilige Sachen. Das bildet es auch viel besser ab, die Komplexität des Problems, weil dieses Maßstab nicht mehr schwarz-weiß ist, sondern eher aufzeigt, wir müssten Sachen machen und wir müssen selber entscheiden, was wir machen anhand dieser Fragen, die uns gestellt werden. Dass wir eher in die Reflexion reinkommen und dann selber entscheiden, was die nächsten Schritte sind als Unternehmen. Und wenn ihr euch eure Mitarbeiterinnen im Unternehmen vorstellt, muss die Auseinandersetzung mit den GWÖ-Zielen genauso passieren, wie die Matrix aufgestellt ist. Also eine viel eigenständigere, eigenverantwortliche Auseinandersetzung damit, wo stehen wir eigentlich? Was haben wir bis jetzt gemacht? Wie haben wir unsere Ziele erreicht? Was waren unsere Ziele früher? Und was sind neue Ziele, die wir uns vorstellen können? Und wie tragen die einzelnen Departments in unserem Unternehmen dazu bis jetzt bei? Und was könnten Experimenträume sein, wo wir Neues ausprobieren und gucken, was für eine Wirkung erreichen wir dadurch? Und durch diese vielseitige Auseinandersetzung kann man auch eher alle mitnehmen und die Intelligenz, die im Unternehmen schon existiert und die Motivation, die existiert, so einsetzen, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe wird und dass man auch auf dem Weg überrascht wird. Weil eine einzelne Person kann sich nicht alles vorstellen und ist nicht so kreativ wie mehrere Personen, die an einem Problem arbeiten. Durch diese Motivation, die ich am Anfang erwähnt habe, weil man sich nicht mehr allein fühlt, wird man auch viel kreativer und kann sich aufeinander verlassen und traut sich auch mehr zu behaupten, okay, vielleicht können wir nicht alles ändern, aber in der Lieferkette können wir das und das angehen. Es wird auch nicht mehr so ein Schwarz-Weiß-Denken, so wenn ich das nicht erreiche, dann ist alles egal, dann lasse ich lieber alles sein, sondern eher, wir probieren diesen nächsten Schritt und dann gucken wir weiter. Wenn wir die Matrix auch in der Perspektive sehen, worüber wir heute sprechen und worauf es einzahlt, haben wir es auch markiert. Wenn ihr diese Sachen, die wir so besprechen, umsetzen wollt, zahlt das auf jeden Fall auf die Transparenz und Mitentscheidung im indirekten Einfluss ein. Und in dem direkten Einfluss ist es eher zu hinterfragen, wie ist die Menschenwürde am Arbeitsplatz, also wie sind meine Mitarbeiterinnen involviert, wie viel trauen sie sich mitzumachen und wie sicher fühlen sie sich in diesem Kontext. Und dann zahlt es noch darauf ein, Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden. Wie ist das Verhalten bis jetzt und wie kann es motiviert werden und aktiviert werden? Und die innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz, weil dadurch, dass ihr erwartet, dass die Mitarbeiterinnen proaktiver sein sollen, heißt es ja auch, dass sie eine Verantwortung zu bekommen, mehr mitzuentscheiden. Und für diese Mitentscheidung brauchen sie auch die Transparenz, dass sie überhaupt selber denken können und dürfen, dadurch, dass sie die großen Ziele kennen und selber dann entscheiden können, was kann ich in meinem Department dementsprechend machen. Genau, die Matrix ist eher ein Tool dafür, dieses sozialkomplexe Ziel zu erreichen, aber die an sich reicht nicht aus, sondern das Dialog drumherum ist auch das Wichtige. Und zu diesem Dialog gehört es, dass es ein Raum wird, in dem absichtsvoll ausgesprochen werden kann, was sind eigentlich meine Ideen, meine Ziele, meine Bedürfnisse in Bezug auf GWÖ innerhalb des Unternehmens, was kann ich mir vorstellen zu machen, worauf habe ich Lust, aber wovor habe ich vielleicht auch Angst und wie viel davon darf ich und kann ich in diesem sozialen System aussprechen? Und wie fühle ich mich dann, wenn andere das hören? Wie ist deren Reaktion? Und wie kommen wir dazu, dass wir eher gemeinsam die Ziele anforcieren und dann auch gemeinsam losgehen? Das ist genau das, was wir meinten mit sozial-emotionale Muskeln. In solchen Räumen, wo es einfacher wird, über komplexe soziale Sachen zu reden,
trainieren wir diesen Muskel schon, indem wir als Einzelner lernen, ich kann diese Sachen ansprechen, diese kontroversen Sachen, aber es passiert nichts Schlimmes. Ich kann meine Meinung auch mal ändern auf dem Weg. Ich muss nicht so verhärtet sein auf meine Position, weil es geht nicht um einen Kampf zwischen zwei Personen. Und als System trainiert man auch diesen Muskel, weil das Unternehmen schon zu einem, die Kultur, die Diskussionskultur in die Richtung entwickelt, dass man eher in komplexe Themen reingehen kann, ohne dass sich die Seiten verhärten. Verena wird jetzt aus der psychologischen und neurobiologischen Seite die Erkenntnisse dazu mitteilen, wie wir auf Themen und auf Reize innerhalb eines Systems reagieren und miteinander agieren und was das mit unserem Körper auch macht, wenn wir bestimmte Themen hören und mit bestimmten Themen uns auseinandersetzen sollen. Sehr schön. Ja, ich freue mich, da vielleicht einfach so ein bisschen Beispiele oder so ein bisschen greifbarer noch zu machen, was eigentlich passiert. Und warum es uns so wichtig ist, immer wieder diese Bedürfnisebene freizulegen. Na, man könnte auch sagen, ist total unnötig. Wir können doch einfach direkt die Lösungen wissen, wenn wir wissen, was zu tun ist, lass es uns machen. Und wir glauben, dass dieser Weg, einmal in die Tiefe zwischenmenschlich zu gucken, warum ist uns das wichtig, was brauche ich eigentlich, sich da auf jeden Fall lohnt. Und so als nur so für einen Überblick kann man eigentlich sagen, die so komplex wie wir als Menschen sind und unser Gehirn ist, so einfach ist erstmal die Grundfunktionsweise. Denn es gibt eigentlich nur zwei Arten, auf eingehende Reize, auf Signale zu reagieren. Das ist entweder mit Attraktion, Anziehung, sowas wie Lust hinzu, oder mit Abwehr, Rückzug, weg von. Und eine dritte Möglichkeit ist zu sagen, ist für mich irrelevant. Also dieser Reiz wird gar nicht weiterverarbeitet. Der geht ein, aber wird sofort wieder ausgefiltert. Und das passiert ganz schnell und automatisch aufgrund von den Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, aber auch genetisch, ne, sind wir veranlagt, dass wir bestimmte Reize stärker bei uns also als bedrohlicher wahrgenommen werden und andere als angenehm und lustvoll. Und das macht tatsächlich ganz viel mit dem, wie unser Körper reagiert und mit dem, was wir überhaupt dann machen können, also wie wir damit weiterarbeiten können. Wenn wir was als angenehm erfahren oder unsere automatische Bewertung ist, oh, das ist positiv, das macht mich neugierig, dann wird viel Durchblutung gestartet in unserem Präfrontalkortex, in dem vorderen Bereich des Gehirns, der für Planung, analytisches Denken, Kreativität und auch Entscheidungsfindung zuständig ist. Das heißt, hinzu Lust aktiviert alles, was wir brauchen, um gut zusammenarbeiten zu können. Umgekehrt, wenn ich was als Bedrohung wahrnehme, in diese Weg von Bewegung oder Automatismus komme, dann wird alles in unserem Gehirn eher dahin verlagert, aktivitätsmäßig, wo so ursprüngliche Gehirnfunktionen sitzen. Es geht vor allem um eine körperliche Aktivierung. Ihr kennt das, wenn ihr Stress kriegt, ne? Blutdruck steigt, Schwitzen, man wird rot. Also alles aktiviert sich, die Atmung wird schneller. Hin zu einer Aktivierung einfach aus ganz ursprünglichen Verteidigungsmechanismen. Oh, es ist bedrohlich, vielleicht muss ich wegrennen, vielleicht muss ich irgendwie stehen bleiben, starr werden und reagieren, vielleicht muss ich kämpfen. Also wir sind da ja noch sehr ursprünglich gebaut, und die Welt um uns herum hat sich einfach ja sehr schnell in den letzten Jahren verändert und die Bedrohungslagen sind viel komplexer, viel weniger unmittelbar körperlich geworden. Das Problem ist, wenn unser Körper in diesen Bedrohungszustand kommt oder in diesen Aktivierungszustand, dann ist der vordere Teil vom Gehirn nicht die erste Stelle, die durchblutet wird, sondern das ist eigentlich eher weniger aktiviert. Also wir bereiten uns körperlich auf Verteidigung vor, dann sind sowas wie langfristige Planung, Kreativität, Weitblick sind nicht die Funktionen, die viel hormonell und auch in der Durchblutung viel Energie abbekommen. Und das ist totales Gift für Zusammenarbeit und auch Gift, wenn wir so komplexe Herausforderungen wie Klimawandel und gesellschaftlicher Zusammenhalt sehen, dann ist das Gift dafür da, kreative, gute Lösungen zu finden, wenn wir in so einem Abwehr- und Bedrohungszustand sind. Da gibt es total spannende Forschung zu. David Rock ist einer der Forscher, die da viel neurobiologisch das versucht hat, in Unternehmenskontext zu bringen, aber auch ganz viel andere. Also da wächst auch das Wissen gerade ganz stark. Und Dylan, du hast es vorhin schon gesagt, leider ist es so, dass gerade diese ganz wichtigen Informationen, also was in unserer Welt passiert,
oft so mit uns in Kontakt kommen, dass es entweder rein kognitive Informationen sind, also CO2-Reporting, das macht mit unserem sozial-emotionalen System erstmal gar nichts. Ja? Das sind erstmal nur Zahlen, nur kognitiv. Wird oft als Reiz erstmal aussortiert in, macht weder Lust zu noch Angst vor, bedeutet mir gar nichts. Oder es ist hochemotional, also es überfordert eigentlich unseren Muskel in dem, wie wir ihn bis jetzt trainiert haben. Und gerade, du hast es gesagt, Alessandra, in den letzten Tagen, die dramatischen Bilder so zu sehen, wie krass die Folgen von Klimaveränderungen sein können, die Überflutung zu sehen, ne? Das macht Angst, also mir macht das Angst oder das macht irgendwie Mitgefühl, Mitleid, aber es macht nicht unbedingt Lust zu, wenn ich diese Bilder sehe. Also oft kommt die Information zum nachhaltigen Wandel in der Form, die für uns eigentlich uns nicht in einen guten Zustand versetzt, damit gut weiterzuarbeiten. Und wir sind überzeugt, dass die große Herausforderung, wenn wir GWÖ gut umsetzen und leben wollen, eigentlich ist, das in eine Form zu bringen, die Menschen möglichst in den Zustand versetzt, lustvoll, ko-kreativ und gemeinsam nach vorne zu arbeiten und nicht Angst abgewendet irgendwie Shutdown zu machen und zu sagen, ich muss jetzt erstmal in meine ursprünglichsten automatischen Reaktionsweisen fallen. Denn dann sind das auch eher automatisierte und sich aus der Vergangenheit wiederholende Lösungen und nichts Neues, was in die Welt kommt. Und das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt. Ich mache es ganz gerne an einem ganz persönlichen Beispiel nochmal, wo ich es letztens erst wieder gemerkt habe, was der Unterschied ist. Bei uns als kleines Unternehmen immer wieder, klar, Akquise ein Thema. Und ich habe immer schon für mich so den Glaubenssatz gehabt, ich mag verkaufen nicht, ich bin keine Verkäuferin. So, boah, Akquise, das ist nicht meins. Und Dylan, du hast zum Glück den Mut gehabt, dass wir mal in einem echt tiefen, guten Gespräch, ne, wir hatten Raum, wir waren gemeinsam vor Ort, dich geöffnet hast und gezeigt hast, was deine Bedürfnisse sind und was es mit dir macht, wenn ich reagiere, wie ich ganz automatisch auf diese gemeinsame Herausforderung reagiert habe. Und dass du so ehrlich warst und das gezeigt hast, hat erst mal wirklich, dass ich überhaupt gemerkt habe, krass, stimmt, da ist wirklich eine ganze Menge Ablehnung bei mir. Ich hatte das gar nicht hinterfragt, mir war das gar nicht bewusst. Und bei dieser Ehrlichkeit und als wir angefangen haben, so auf diese Tiefe zu kommen, wo ich gemerkt habe, uff, oh, da ist eine ganze Menge Angst und vielleicht auch Bewertung, ist was ganz Spannendes passiert. Also ich, erst dann war es möglich, dass ich gemerkt habe, worauf habe ich denn Lust? Also wo, erst als ich mich so sicher gefühlt habe, konnte ich hingucken und denken, ha, eigentlich ist Akquise das, was mein tiefstes Bedürfnis und was ich immer schon seit Kindertagen liebe, befriedigt, nämlich mit Menschen in Kontakt sein, mich einfühlen, mal mich in einen ganz neuen Kontext einlassen. Alles, was es gemacht hat, warum ich Psychologin geworden bin, ist eigentlich da total drin. Und das war ganz spannend, weil ich nicht kognitiv eine Verhaltensänderung, also wir haben es analysiert und dann habe ich es geändert, sondern wir sind in dieses sozial-emotionale Feld eingetaucht und auf einmal habe ich gemerkt, mein Verhalten ändert sich. Ich habe auf einmal Lust, ich treffe mich auf einmal mit Menschen in Cafés, gehe auf Netzwerkveranstaltungen, weil ich irgendwie innerlich gemerkt habe, da kommt so ein Hinzu. Das ist genau das, was ich richtig gerne mache. Und es hat sich verbunden mit meinem persönlichen Bewertungsschema, das, was wir als Unternehmen sowieso machen sollten. Genau. Und das ist so ein bisschen für uns dieser besondere oder wichtige Punkt, den wir in unserer sehr kognitiv geprägten Welt manchmal in der Geschwindigkeit auch übersehen ist, dass es einen ganz wertvollen Schritt gibt, bei dem erstmal Bedürfnisse da sein dürfen, besprechbar werden und dann so eine eher lustvolle, wie komme ich denn dahin, was ich eh will, Reaktion eintritt. Genau. Aber Dylan, du ordnest das ja gleich nochmal ein bisschen unternehmerischer ein. Ja, genau. Wir haben jetzt sehr viel über Emotionen geredet und die erste Reaktion ist eigentlich ja immer, das gehört nicht auf dem Arbeitsplatz. Die meisten Menschen werden ja auch stutzig, wenn man so viel über Emotionen redet. Aber das ist sehr kontraproduktiv erstmal, von vornherein gesagt, weil Emotionen sind da, egal ob wir es wollen oder nicht. Und wenn wir sie ignorieren und denken und so tun, als ob wir die ganze Zeit kognitiv und objektiv uns entscheiden, passiert das sehr unbewusst. Wir können es dann nicht mehr kontrollieren, wie Emotionen uns beeinflussen und wie es auch unser Handeln bestimmt. Erst wenn wir selber genug Zeit haben zu reflektieren, was ist eigentlich das Kribbeln in mir, was auslöst, wenn ich das Thema höre, warum habe ich eigentlich immer auf dieses eine Meeting keine Lust? Was löst es bei mir aus? Wenn wir dieses Gefühl haben, neigen wir eher dazu, das zu ignorieren.
Und es gibt, nicht zum Glück, aber es gibt so viele Ablenkungsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft mittlerweile. Ich merke selber, dann scrollen wir einfach schnell und dann hat man alles vergessen. Aber was wir sagen ist, wir müssen viel mehr Raum schaffen, um diese Emotionen besprechbar zu machen. Wir müssen gar nicht sagen, ich fühle mich so und es geht nicht um Wohlfühlpartys oder sowas, sondern eher mit Emotionen meinen wir, was ist die Motivation hinter dem Handeln? Was ist die Motivation und die Wertegrundlage hinter dem, wie du dich entscheidest und was dir wichtig ist? Das ist ja das, was die Emotionen uns zurücksignalisieren. Und es gibt auch ganz handfeste neurobiologische Befunde dazu, dass wir ohne Emotionen keine Entscheidung treffen. Dazu habe ich auch ein Buchcover dabei. Und zwar eine Neurowissenschaftlerin aus Deutschland, Maren Ohner, hat dazu kürzlich ein Buch herausgebracht, das heißt Radikal Emotional. Und sie beschreibt es aus der Perspektive von, wie es Politik beeinflusst. Aber ich finde, die Erkenntnisse sind sehr hilfreich, um zu gucken, wie kann man konstruktive Gespräche, konstruktive Kommunikation herstellen, indem man diese Emotionsseite nicht ausblendet. Weil die ist da. Und zwar die Forschung, die sie vorstellt in einem ihrer Vorträge ist, Neurobiologen haben mit Menschen gearbeitet, die einen Unfall erlebt haben, bei dem ein Gehirnteil von ihnen beschädigt wurde. Und zwar der Gehirnteil, wo wir Emotionen und Werte verarbeiten. Dieser Teil hat nicht mehr funktioniert. Diese Menschen haben weitergelebt, aber dieser Teil war beschädigt. Und dann haben sie Experimente geführt, wo sie diese Menschen vor ganz einfachen Entscheidungen gestellt haben. Was möchtest du heute essen? Es gibt zwei Optionen. Und diese Menschen saßen da und konnten sich stundenlang nicht entscheiden, weil dieser Teil des Gehirns gefehlt hat, diese Informationen. Was ist mir eigentlich wichtig? Worauf habe ich Lust? Und was ist der Hintergrund dieser Entscheidung? Und da haben sie es abgeleitet, dann egal was für eine Entscheidung treffen, wir nehmen unsere Emotionen und Werte immer mit. Unbewusst oft, aber die sind immer da. Es gibt keine objektiv rationale Entscheidung, die uns nicht trifft. Oft passiert es unbewusst und wenn es bei den komplexen und wichtigen Themen unbewusst passiert, kann es sein, dass wir eher von emotional aufgearbeiteten Informationen beeinflusst werden. Wir haben nicht mehr die Kontrolle darüber, sondern fallen in dieses Automatische rein, was Verena beschrieben hat. Deswegen finden wir es sehr wichtig, auf diese Reize und auf diese Signale im eigenen Körper zu hören und diese Informationen genauso zu nutzen wie kognitive Informationen, die wir die ganze Zeit vor den Augen oder im Kopf haben, die wir die ganze Zeit mitdenken. Und wie machen wir das oder wie können wir uns das vorstellen, dass es innerhalb von Unternehmen gut funktionieren kann, so ein komplexes Thema wie GWÖ, Ziele anzutreiben? Was es dafür braucht, ist ein Raum, in dem wir in einen Austausch, Dialog reinkommen, wo wir diskutieren, aber die Diskussion ist nicht nur geprägt von kognitiven Argumenten, die sind auch dabei, die sind sehr wichtig. Und Informationen und faktischen Informationen, sondern auch, wir sind emotional informiert darüber, warum ist es mir wichtig und warum ist es dir wichtig und warum sind wir überhaupt in diesem Raum. Dabei müssen wir nicht sagen, ich fühle mich heute lau oder sowas, sondern es geht darum, wenn ich sage, mir ist es wichtig, dass wir Verenas Thema Akquise nicht alles Abwehrthema nehmen, dann erkläre ich mehr, warum ist es mir wichtig. Warum macht es mir Angst, wenn du sagst, du hast keine Lust darauf? Und was hat das mit dem zu tun, wenn wir Unternehmerin sind? Und so kann man tiefer reingehen. Wir hätten von vornherein auch nicht gewusst, wie diese Diskussion läuft. Es war eher so ein sehr ehrliches Aufeinandertreffen und eher eine Konfrontation. Aber eine Konfrontation, aus dem man dann eher befreit rausgeht, weil diese unterschwelligen Informationen sind ja sowieso da. Wenn es zum Beispiel um Nachhaltigkeit geht und derjenige im Unternehmen, der meistens der Geschäftsführer, der so engagiert ist und die Bilanzierung vorantreibt, diese Erwartungen hat und unbewusst oder auch bewusst immer wieder in den Raum bringt, aber gar nicht weiß, was löst es eigentlich bei den anderen aus, kann es sehr schnell dazu führen, dass es eher zu Abwertung geht und zu Abwehr.
dass man eher überfordert ist, weil im Privaten sind wir ja auch schon überfordert mit dem Thema. Aus dieser Überforderung muss man eher in eine gestalterische Auseinandersetzung damit kommen. Und da braucht es, glauben wir, diese Räume, in denen wir sozial-emotional ausprobieren können und in die Konfrontation gehen können. Was ist eigentlich unser Dialog? Was ist die Auseinandersetzung? Was sind die Perspektiven? Und was ist das Ziel, wo wir hinwollen? Weil in den meisten Unternehmen, GW-Unternehmen, die wir kennengelernt haben, sind die Menschen privat sowieso so eingestellt, dass sie gerne was dafür tun würden. Aber diese Verbindung zu, ich kann auch was tun und ich kann auch was gestalten, fehlt oft, weil wir eher aus der Überforderung an das Thema reingehen. Und in das Gestalterische und in die kreative Arbeit kommen wir rein, wenn wir uns sicher fühlen und wenn wir eher uns darauf verlassen können, ich werde hier nicht abgewertet, wenn ich jetzt was nicht weiß, wenn ich nicht genau die eine Lösung weiß, wenn ich nicht alles einhalte, was ich versprochen habe, sondern wenn es ein Prozess wird und experimentieren wird miteinander. Und immer wieder wird man daran erinnert, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wollen dahin, aber es ist okay, auf dem Weg nicht perfekt zu sein und zu gucken, wie können wir eigentlich dahin kommen. Dazu haben wir noch ein Beispiel, den Verena nochmal vorstellen wird. Ja, vielleicht aber, um es nur nochmal zu illustrieren, was das heißt. Wir haben mit einer Arztpraxis gearbeitet. Es waren drei Ärztinnen und 14 MitarbeiterInnen, die schon so viel Verletzungen erfahren hatten, da ist so viel schiefgelaufen und ihr kennt das System, ne, es ist super viel Druck von außen, dass einige wichtige Personen gekündigt hatten und einer der Ärzte alles aufgeben wollte. Es gab aber irgendwie nie den Raum, wo das gemeinsam besprochen wurde, was vorgeht, sondern irgendwie wusste ja eh jeder, was gerade abgeht. Und hintenrum eins zu eins gab es natürlich ganz viel sich beschweren, ja, ausweinen, aber auch manchmal lästern, was alles so schief läuft. Sie haben es aber nicht geschafft, so einen gemeinsamen Raum zu gestalten, in dem das irgendwie Thema wird. Und das war für uns ja, eine spannende Herausforderung und auch eine schöne Aufgabe, zu gucken, wie können wir da, wo so viel Abwehr, so viel Verletzung und so viel weg von schon ist, wieder in überhaupt so ein gemeinsames Ziel finden, wo alle Lust drauf haben. In dem Fall war es tatsächlich nötig, erstmal die Gruppen zu trennen und so viel Sicherheit zu schaffen in kleineren Einheiten, dass in kleinen Räumen es besprechbar wird und dann mit unserer Moderation das wieder zusammenzuführen. Und das war echt schön, weil man so gemerkt hat, wie in dem Prozess, und es war sehr berührend, das sind auch bei den Teilnehmern ein paar Tränen geflossen, der Rührung, weil das so berührend war, weil auf einmal aus so einem Es ist, man muss, das geht nicht, ne? So wie wir üblicherweise sprechen, weil wir nicht so sehr unser sozial-emotionales Feld absichtsvoll spielen, das sich so gewandelt hat in eine Verletzlichkeit und eine Ehrlichkeit von ich brauche, ich weiß auch nicht, ne? Einer der Ärzte hat dann einfach das erste Mal gesagt, ich weiß auch nicht, eine Mitarbeiterin konnte zum ersten Mal sagen, hey, mir ist wirklich wichtig, dass du mich in der Früh grüßt. Da ist mein ganzer Tag gelaufen, wenn ich reinkomme und von dir nicht mehr angeguckt werde. Und das war so schön, weil es so ehrlich wurde. Und dann diese scheinbaren Sachthemen, die vorher im Raum standen, was man von E-Rezept über alles jetzt lösen muss, tatsächlich auf einmal eine ganz leichte, konstruktiv lösbare Aufgabe wurden, weil diese Blockaden im Miteinander vorher ein bisschen aus dem Weg geräumt wurden, weil alle gesehen wurden und alle mit dem, was ihnen wichtig ist, gehört wurden. Und wir glauben, dass das also manchmal total spannend, wie sich das dann beschleunigt, der Prozess auf einmal, man in den Sachthemen so schnell vorankommt, wenn so dieses Hinzu und ich habe Lust darauf erstmal aktiviert ist in Menschen. Und zum Thema, das Beispiel ist zwar, ging es nicht um GWÖ, aber ich finde, es leitet sehr gut dahin, wie wir ja auch, wenn wir uns um das Thema GWÖ kümmern und da Ziele definieren möchten, auch verhalten können. Es gibt auch Abwehr und solche Reaktionen zum Thema GWÖ, wenn wir in Unternehmen das reinbringen. Und auch eher ein Unverständnis. Wir haben mit einem Unternehmen gearbeitet, wo wir eher die Matrix genutzt haben und wo der Geschäftsführer wirklich das Interesse hatte, ich möchte das nicht mehr alleine machen. Ich bin immer derjenige, der die Bilanz vorantreibt, sondern ich möchte, dass die Mitarbeiterinnen das mitziehen. Erstmal, weil er überfordert ist. Und zweitens, das ist so ein cooles Konzept. Warum soll ich das nur alleine kennen? Und als wir angefangen haben, mit der Matrix zu arbeiten
und offen zu legen, was ist eigentlich bis jetzt im Unternehmen passiert, was durch GWÖ passiert ist und was kann nach alles noch passieren, haben wir gemerkt, es gibt so viel Unwissen noch. Also es ist in den Köpfen der Mitarbeiterin gar nicht so verbunden. Ah, wir haben eine Kantine, die von unserem Geschäftsführer finanziert wird und die gesundes Essen und nachhaltiges Essen uns zur Verfügung stellt. Aber die Verbindung zu GWÖ war gar nicht da. Also, dass es dazu beiträgt, dass es eigentlich die Ziele daraus auch sind. Oft fehlen uns diese Verbindungen im Handeln, weil wir Sachen kognitiv so in Schubladen packen. Und was wir da gemacht haben, war eher wirklich diese Matrix erlebbar machen. Stellt euch einfach rein in den Feldern. Wir haben es so ausgedruckt, dass es den ganzen Boden gedeckt hat. Stellt euch rein und schreibt hin, was macht ihr bis jetzt und in welchem Feld fällt es so rein, was ihr so bis jetzt macht. Und im zweiten Schritt dann, was könnt ihr euch vorstellen, was noch zu machen? Und in welchen Feldern würdet ihr euch gerne noch aktiver sehen? Und dadurch war es nicht mehr so, dass der Geschäftsführer erklären muss, warum ist das wichtig, warum ist GWÖ wichtig, warum ist das so cool, sondern eher, seid ihr daran interessiert, dass es, dass unser Unternehmertum zu Gemeinwohl beiträgt, zu gemeinschaftlichen Zielen und ihr spürt ja die Vorteile, die wir haben, Mitarbeiterbindung, unsere gute Kultur, wie wir miteinander umgehen. Was hat das für eine Verbindung zu GWÖ? Und wie wollt ihr eigentlich das noch mehr verstärken? Dadurch ist so eine Motivation entstanden, wo dann die Mitarbeiterinnen selber ausgesucht haben, in welchem Feld möchte ich weitermachen. Und spannenderweise war es dann auch dieses Feld, was ich heute auch vorgestellt habe, Mitarbeitende, weil das ist ja das Erste, was einem berührt. Ich als Mitarbeitende in diesem Unternehmen habe erstmal Interessen dazu, dass das Miteinander noch besser wird. Und dazu habe ich ja auch Ideen, wie es besser werden kann. Und die Geschäftsführung und der Einkauf und der Bereich, die sich mit Innovation auseinandergesetzt haben, haben sich eher gedacht, wie können wir eigentlich in der Lieferkette dann noch Kontakte aufnehmen, dass wir auch da unsere Ziele erreichen können. Zusammengefasst, was hatten wir am Anfang des Vortrags gesagt? Wie können wir es erreichen, dass wir Blockaden im Handeln und Denken überwinden? Und wir glauben, dafür müssen wir Räume schaffen, in denen wir erstmal diese Blockaden reflektieren können und dann aus diesen Blockaden eher eine Lust ableiten. Warum ist es uns wichtig, diese Ziele zu erreichen? Und wie können wir dazu beitragen? Danke euch sehr. Wir freuen uns auf die Diskussion und Fragen.